Let's Play. wir haben gerade herausgefunden, dass Remke seinen letzten Part von Super Mario Bros. Super Mario Superstar Saga. Genau, Super Mario Superstar Saga nicht. Mario ist wirklich ein Superstar Saga. Ja, Mensch! Mit einem Gut gemacht, du hast ein Elektrons gerettet. Genug Elektrons gerettet. Mit einem Let's Play bin ich gerettet, nicht mit einem Let's Play. Let's Play. Oh, das sieht cool aus. Ist es mit 2 jetzt? Ist so. Was ist jetzt der Übergang zu mit 2? Das ist auch sehr cool gemacht. Das ist cool. Ja, das wird auch cool. Ich hab ja. Ah, ihr guckt drücken. Jules Bond hat ja für seinen coolen 2012 Video gefeiert, weil es so wahr ist. Gefeiert? Das macht er auch mal so, ne? Das ist einfach so wahr, was er gesagt hat. Das ist nicht totaler Bullshit. Es ist nicht ein cooles Bullshit, das glaube ich jetzt. Das coolen 2012 Video? Ja, das ist so. Hast du gewusst, dass der Typ sich dann total abgeschossen hat und in der Öffentlichkeit richtig schön masturbiert? Also ja, ich rede ja, glaube ich, viel zu schnell. Also der, ich weiß noch nicht, wie er heißt. Auf jeden Fall dieser komische Hipster aus dem Video. Ich zeig ihn gleich mal. Dieser Code 2012 Aktivist-Typ. Der wurde wohl dabei gefilmt, wie er nackt in die Straße gegangen ist und masturbiert hat. Dann denke ich mir auch so, mach ja auch gut. Investiert euer Geld in. Was soll das? Mal! Da gab's ja so bei Know Your Meme, gab's da so ein Meme so von wegen, Masturbating in public, I fuck the invisible children. Die ganze Organisation heißt Invisible Children. So, wir haben es wieder geschafft, wir sind geil. Ja, wir sind die Besten, Mann. War ja auch so schwer komplett ohne Gegner und alles. Ja, war so. Aber jetzt kommt eigentlich erst der richtige Übergang. Ich finde, wir sollten uns auch so einen Kit holen, so einen 2012 Kit. Mumu, Mist. Was? Ups, das habe ich aus der Regel. Was für ein Zeug? Da gab es so ein Kit, das konnte man sich kaufen, also so ein Packung. Da war halt so ein Armbändchen drin und irgendwie noch so ein Flyer oder so. Da sollte man halt in der Stadt verteilen und sich dann Armbändchen drin machen. Steht drauf, Kony 2012. Was soll das sein? Kony ist ja dieser Schwerstverbrecher aus Uganda oder so. Uganda, glaube ich. Der Schwerstverbrecher, der ist. Ja, meistgesuchter Verbrecher der Welt ist er, ja. Und dann. Der ist ja halt, lebt da drauf, oder nicht? Das ist doch die Tat, oder nicht? Na Quatsch, was? Quatsch, nein, das ist so ein, das machen wir weiter. Ja, was? Das ist halt, der. Natürlich, der ist da nicht. Das ist kein Diktat, das ist der Typ, der die ganzen kleinen Kinder entführt und die ganzen Soldaten macht. Ja, und der ist doch Diktat, oder nicht? Nein! Quatsch! Warum sind die in Irland? Ist doch scheißegal. Warum liegen, Mensch? Der ist wohl irgendwie. Wieso machen die Kinder das? Das ist irgendwie angeblich Platz 1 der Verbrecher. Das kann auch stimmen, aber. Das ja, natürlich ist das trotzdem ein Verbrecher. Wie sollen sie ihn denn stoppen? Sollen sie dann die ganzen kleinen Kinder abknallen oder was, um da irgendwie ranzukommen? Das finde ich ja so lustig. So, stop Cody, ja, stop die kleinen Kinder. Das finde ich ein bisschen. Ich weiß gar nicht, was man sich dabei denkt, wenn man das unterstützt. Mach mal weiter. Was unterstützt? Also, es geht halt darum, dass. Das kannst du jetzt nicht erklären. Du musst das Video auf angucken, das ist eine halbe Stunde lang. Es geht halt darum, also kurz gesagt, so ein komischer Typ hat halt so eine Aktion gestartet. Diesen Kony heißt der Typ, Kony ist so ein Verbrecher. Ja. Und man es wissen halt nicht viele, den kennen halt nicht viele, diesen Kony. Und es geht halt darum, dass halt jetzt. Es geht halt eigentlich darum, dass jetzt alle Menschen diesen Kony kennen. Und was dagegen tun. Und die haben es halt geschafft. Lungs für Elektrons! Schnapp sie dir so lange du kannst. Ja. Was ist das? Geil! Geil, okay. Also, dann geht es halt darum, dass halt diesen Kony sichtbar zu machen und dass man halt. Was? Oh cool, wir können schießen. Wie unendlich geil. Ja, Mann! Ist das ein Staubsauger oder nicht? Noch so ein Kirby-Verschnitt. Das Spiel ist so krank, ne? Bam! Bam, ey, guck's mir an, Mann! Was machst du? Die Gesichtsausdruck von diesen goldenen Dingern, die man einfangen, ne? Ja, die Nummern sind was. Was ist denn da? Das werden die auch gleich im Hintergrund machen. Ja. So, Kony 2012. Ja, also es geht halt,
Da um diesen. Also die, das Homestead ist halt diesen Kohli da hinter Gitter zu bringen oder seine Geschichte Sprache da zu kriegen. Und halt dieser Weg, wie sie jetzt machen, ist halt, man kauft so eine Box und verteilt diese Flyer überall in der Stadt, damit sich andere Menschen noch so eine Box kaufen. Und nur ein Drittel von dem Erlös geht dann an die, an die Sache Kohli 2012 selbst, also das zu stoppen. Und zwei Drittel geht wahrscheinlich daran, um diese Scheiße zu produzieren. Das ist halt so. Natürlich, aber es ist. Ja, und mehr du in die Produktion. Ich denke mal, es ist halt unnötig erstmal. Und dann, haben sie halt geschafft, die US Army dazu zu kriegen, dass sie halt einen Trupp nach Uganda schicken, um diesen Kohli zu stoppen. Gut. Jetzt haben sie eine Gruppe aus den USA nach Uganda geschickt. Erstmal ist die USA eh nur da, weil das Erdölvorkommen da so groß ist, also, weil sie da richtig Geld aufstauen können. Und zweitens, wie wollen sie es machen? Erstens ist Kohli das letzte Mal vor 6 Jahren in Kuba gesichert worden und nicht in Uganda. Und zweitens, wie wollen sie an diesen Typen rankommen? Was stellen sie sich da vor? Komm, wir gehen da rein, sagen den Kindern Hallo und töten Kohli so lange. Bist du sicher, dass das kein Diktator ist? Das ist kein Diktator. Die haben da. Ich weiß jetzt nicht, was für eine Regierungsform die haben. Das wäre ein Diktator und sie war ein Kleinstaat. Nee, das ist Uganda. Ich weiß jetzt nicht, wie groß oder was für eine Regierungsform die Uganda haben, aber. Es ist halt so, dass er. Der wurde nicht in Kuba gesetzt, das war irgendwo anders. Aber auf jeden Fall, wie sollen die an ihn rankommen? Fakt ein bisschen vor, von Christoph. Wie sollen die an ihn rankommen? Sollen die ganzen Kinder von denen abwandern oder wie? Die ganzen Kinder, von denen die Eltern. Also, er hat ja halt die Kinder geführt und die Eltern getötet, wenn das war. Kurz. Der Typ an sich ist schlimm, natürlich. Aber es gibt wesentlich Schlimmeres. Irgendwie. Ja, und die ganzen Aids-Erkrankten, da sollte man das Geld einstecken und nicht in so einen Typen, der sich seit 6 Jahren vermehrt. Die Aids-Erkrankten, das wäre kein Problem dort, denen zu helfen. Ja, aber wir sollten uns erstmal darum kümmern und nicht um irgendeinen Typen, der schon seit 6 Jahren nichts mehr gemacht hat. Und geben wir denen, wir eigentlich nichts tun können, weil sie sich seine Kinder abschießen können. Wir können doch nicht die ganzen Kinder abknallen. Das Problem wir können nicht Geld da rein investieren, dass die Kinder abschießen. Das Problem ist halt, dass es sowas wie Copyright auch auf Medikamente gibt und die in Afrika können das sich das halt nicht kaufen, weil an sich ist das nicht teuer herzustellen, nur. Ja, das ist ihnen schon bewusst. Aber dann sollten wir nicht in die Tötung von Kindern in unser Geld stecken, sondern in die Rettung von AIDS-Erkrankten. Guck mal, die Hintergrund an, hat sich geändert, ne? Oh, faszinierend. Schau du. Hast du schon mal schlau mit Marvin? Jo! Das ist unser erster Eindruck. Übergeistig. Jetzt muss ich gerade an diese ganzen Bullet-Hell-Dinger denken. Das erinnert mich an, Der ist übrigens gar nicht so leicht. Gut, schließen wir Kong 2012 ab. Das erinnert mich an I Wanna Be The Guy. Kennt ihr das? Ja, natürlich. Das ist richtig geil, I Wanna Be The Guy. Hast du schon mal mitgespielt? Ja. Ja? Alles andere, ich weiß gar nicht. Nein. Quatsch, ist geil. Das sind übrigens die Bombenaufnahmen. Nein! Schiss bringen überhaupt nicht. So, wir haben die Torze getötet. Aber wir können diese paralysieren, oder? Die Dinger da aufschmeißen. Ja, macht gar nichts einfach. So, damit sind wir in der zweiten Welt. Ach, das waren so Vögel, Digga. Oder Mücken oder wie auch immer. Ich hab's gerade so. Ey, diese Standbilder sind über die geilsten. Standbilder, dazu bräuchte man eigentlich mal 60 FPS. Also, wo 100 FPS da sind, kannst du richtig gut Standbilder machen, weil alles scharf ist. Auch wenn du stoppst. Ja. 400 FPS bei Minecraft. Ja, ich hasse dich auch. Christoph hat eine neue Grafikkarte. Er hat so einen totalen Scheiß-PC, nur jetzt hat er eine gute Grafikkarte. Moment, ich hab keinen Scheiß-PC, ich hab einen eigenen PC. Ist so ein Menü für Scheiß-PC. Ja, und da Neon G3, den kennt ihr wahrscheinlich auch. Ja, den kennt ihr sowieso, weil nur unsere Minecraft-Videos geschaut werden. Neon G3 ist halt, kauft ja immer neue Sachen für seinen PC, für einen übermächtigen PC. Wir wollen ein schicker neuer Schatz in dichten ist dicklich freigeschaltet. Und ich krieg mal seine alten Sachen. Und das habe ich irgendwie schon so halb Neon G3 PC irgendwie. Weil ich mal seinen ganzen Abfall, sag ich jetzt mal, obwohl es ziemlich guter Abfall ist. Oh, und das finde ich ziemlich cool. Fang mich, wenn du kannst. Jetzt habe ich das gar nicht durchgelesen, was da stand. Die Elektrons können den Weg frei machen. So, wir können jetzt gleich mal wieder zurück zum Spiel kommen, weil ich ja irgendwie stundenlang über Kohli gelandet habe. Tut mir leid. Dich aufgeregt hast.
Pol eher? Ja, weißt du, nein, ich hab mich über Kohle aufgeregt. Ich hab mich über den Typen aufgeregt. Die auch dieses Video. Die auch denken, sie waren eben die Größten. Oh, hallo. Die denken, das sind die Größten. Was ist da eine Werbekampagne jetzt? Ich möchte nur einmal eine Sache noch. Ich will über den Typen auf das Video teilen und denken, sie wären die Größten Aktivisten, weil sie das Video geteilt haben. Nein, seid ihr nicht. Es gibt schlimmere Sachen und man sollte sich erstmal um die Sachen kümmern, die man ohne. Die halt kein Verbrechen sind, sondern einfach so scheiße sind halt. Zum Beispiel Medikamente. Wir sollten vielleicht uns um die Sachen kümmern, wo wir keine Kinder töten müssen. Das müssen wir nicht reden. Noch nein. Hä? Die Aktivisten verlangen auch nicht, dass die wieder mit dem Herrn hinziehen und. Nein, aber die haben sich nicht genug darüber informiert. Die haben einfach nur, oh, das Video ist jetzt so mitreißen, das werde ich mal teilen. Ja, das und das unterstützen. Ja, so funktioniert halt Werbung. Was glaubst du denn? Deswegen denkst du ja auch, Cola würde besser schmecken als Pepsi. Das ja auch. Das ist ja nur Geschmackssache. Ich meine, es hat nichts Geschmackssache zu tun, wenn ich das Video so mitreiße, die Kinder können dafür sterben. Du glaubst immer noch nicht, dass du keinen Unterschied erkennst im Blindtest. Das ist ja nur auswählen. Ja. Wollen wir das im Video machen? Nein. Wir werden nicht zu ihr scheiße Video machen. Ich fliege mit der Blase hinterher. Und wie krass ist jetzt das Spiel? Also, wenn wir. Origins. Gutes Spiel. Ich mach's. Wie ist so schlecht, oder? Ja. So, jetzt hast du uns mal konzentriert. Ich will mich verarschen. Immer dann, wenn ich langsam in die Nähe des Randes komme, wir machen da ran auf einmal einen Sprung. Hängt dein Globus eigentlich die Zunge aus, oder? Warte. Ja. Wir haben extra ein Programm geschrieben, um die Animation aufzunehmen. Beim Laufen. Das ist ein Affleck. Ah. Nein. Dankeschön. Alter, hier wird es richtig schwer, ne? Oha. Zieh's ja, durch. Zieh durch. Da sind die Hunde. Die Hunde. Die Zunge. Nein. Ja, danke, ja, ihr habt verkackt! Und dann sollten wir uns mal die Geige in die Blase begeben und ja nicht das alleine machen lassen. Ja, die Zunge. Ja, siehst du, wie ich raus kann. Gut. Jetzt ja. War von mir was ganz absichtlich. Ich bleib in der Blase jetzt. Ja. So, hier, ihr seht einen Frosch, wie er durchzieht. Und Christoph wieder sofort wieder verkackt. Ja, das war aber Absicht. Ja, ja. Oh, wo sind das denn? Jetzt kannst du das Ding machen. Los! Machst du dich auch zu so einer Kugel, wenn du auf die Trampen hinten rumspringst? Ne? Also, das ist aber echt schwer an der einen Stelle, ne? Das ja, ist das jetzt Welt 2. Ich hab aber gerade vorhin einmal gefailt. Ist das jetzt Welt 2? Was? Ist das jetzt? Nee, das ist ein Bonus Welt 1. Und da hab ich erst direkt gefailt. Ein Bonus-Schatz. Nur der Schatz haut halt vor uns ab. Oh ja! Ich warte! Bleib stehen, ja! Ich wollte aber nicht warten! Was ist denn hier meine Welt? Das ist so ein Scroll-Level. Ja! Oh, nicht gemerkt! Das will ich aber vorgehen, ich mach alles. Ist das dein Ernst? Ich hab irgendwie nicht aufgepasst. Das hat man überhaupt nicht gemerkt. Zum Glück. Ich verfolge ihn. Also die Blase ist besser gemacht als bei Mario. Okay, ich darf an der Stelle nicht rollen. Was ist das für ein Ding eigentlich? Das ist Schatzkiste. Schatzkiste. Ja. Okay, ich darf da bei dem zweiten nicht rollen, weil ich ansonsten zu weit springe. Übrigens, ne? Kein Icarus. Ja. Müsst ihr euch auch mal kaufen. Ich finde immer die ganzen drei Essspiele, weil ich die immer sofort hab und ihr braucht immer für. Ja, wenn du sie beim ersten Tag holst, 100 Euro oder so. 100 Euro? Ja, mindestens. Wieso springt er auf einmal niedriger? Weil er dich nicht mag. Irgendwie sind diese Nunchucks unbequem. Ich weiß nicht, die fühlen sich falsch an. Ja, findest du? Ja. Meine Finger verkrampfen sich bei denen immer, wenn ich die ganze Zeit Z gedrückt halten muss. Ja, ne? Oh. Mm. Okay, das kann vielleicht unangenehm sein, die ganze Zeit sitzen. Aber das ist ja auch nicht normal. Hast du mich gerade jetzt nicht normal gezeichnet? Oh, danke. Nein, ich habe gesagt, dass es nicht normal ist, Z zu drücken. Bei anderen Spielen. B wäre die perfekte Lauftaste. Nee, du musst dafür schlagen benutzt werden. Das wird ja, einfach tauschen. Oh. Ja, das stimmt, eigentlich wäre ein schlechtes Intelligenz hat Schlagkraft. Nein. Jawohl, du schlechter. Jo, warte, was? The fuck? The fuck? Was jetzt? Ja,
Dankeschön, danke für Schlagen, wie war das? Das war ziemlich gut. Das war kein Schlagen, das war ein Trampolin. So, danke für Schlagen. Die kennst du auch noch nicht, die Trampoline? Doch, die hab ich schon. Oh, Mal. Wir haben einen Rubin gekriegt. Glöberg ist der Beste. Nein, nein, kurz. The fuck? The fuck? Das Spiel. Ich kann nicht mehr. Warte mal, ich fass wegen los gestartet, das ist die Beste. Nein? Ficken. Ich starte. Immer wieder gestartet.